Am Samstag steht das allerletzte Saisonspiel für die Preußen auf dem Programm. Und zwar geht es nach Aue, zu Erzgebirge Aue, dem Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Sportlich ist alles geklärt in der Saison. Die Preußen werden irgendwo im Mittelfeld landen. Deswegen wollen wir uns einmal ein bisschen mit der kommenden Saison befassen, nämlich mit Marco Aulbach, dem Torhüter, sprechen, der noch nicht genau weiß, ob er hier in Münster bleibt. Und dann schauen wir natürlich auch auf zwei Jungs, die den Verein verlassen. Kevin Schöneberg und Abdi Amashaibu, die uns jetzt ein bisschen was erzählen und vielleicht auch ein bisschen Lockerheit hier reinbringen. Viel Spaß. Marco Aulbach, einer von drei Spielern im Preußenkader, die noch nicht so genau wissen, ob sie im kommenden Jahr hier spielen oder nicht. Wie ist denn deine Tendenz im Augenblick? Bist du geduldig und wartest erstmal ab, was der Verein so macht? Ja klar, geduldig muss man sein in dem Sport, in dem Beruf. Und ja, wir hatten Gespräche mit Carsten Gockel und ja, zurzeit ist noch alles so ein bisschen in der Schwebe und ja, man muss abwarten, was bis ein finales Signal dann vom Verein dann kommt. Ja. Nochmal das Stichwort geduldig. Du warst jetzt hier zwei Jahre lang Ersatzmann, hast in der Liga, glaube ich, einen Einsatz gehabt, ansonsten in der zweiten gespielt, gut trainiert, wie man hört. Bist du jemand, der sich da nochmal mit anfreunden könnte, diese Rolle einzunehmen, oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du sagst, ja, ich möchte nicht mal den Status als Talent haben, sondern auch wirklich mehr Spielzeiten bekommen? Ja, grundsätzlich will ich spielen, das ist klar. Ich habe jetzt zwei Jahre Gas gegeben, habe mich, denke ich, ganz gut entwickelt. Und wie du schon gesagt hast, jetzt ist endlich so ein Punkt letztendlich angekommen, wo ich angekommen bin, wo ich spielen will und auch muss. Ich bin 22 Jahre alt und um den nächsten Step gehen zu können, muss ich jetzt spielen. Haben die zwei Jahre in Münster dir denn geholfen, wirklich sportlich nochmal nach vorne zu kommen? Du hattest zwei verschiedene Torwarttrainer hier, hast mit guten Leuten auch trainiert, wenn man an Niklas Lomb in dieser Saison denkt, Daniel Maso, Max Schulzenius. Würdest du sagen, das hat dich schon nach vorne gebracht? Auf jeden Fall, ja. Wir haben ein super Trainingsniveau, würde ich sagen. Das hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Marco Aulbach, vielen Dank. Alles Gute. Vielleicht ja nächstes Jahr nochmal in Münster. Danke. Kevin Schöneberg, vier Jahre Preußen Münster, geht so langsam für dich zu Ende. Da kommt dein Kumpel Abdi dazu, der hat immer einen guten Spruch da dabei. Umschreib du doch erstmal die Rolle von Kevin Schöneberg. Menschlich total super Typ, charakterlich einwandfrei und außerhalb des Platzes auch top. Kannst du das in irgendeiner Form zurückgeben, Kevin? Ne, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Abdi und ich, und von daher muss ich auch sagen, mit einer Rheinländerart kommt man eigentlich immer gut klar, wenn man kein größtes Arschloch ist. Von daher haben wir uns von Anfang an gut verstanden. Das eine oder andere Spiel haben wir sogar in der zweiten zusammen gemacht und haben uns auch da gut verstanden. Wie groß ist denn die Chance, dass ihr in der kommenden Saison auch nochmal irgendwo zusammen auf dem Platz steht? Ich meine, ihr seid ja beide noch im guten Fußballeralter. Ja, mal gucken, was kommt. Ne? Man weiß nie, aber... Das entscheiden andere Leute. Ja, ein bisschen Einfluss habt ihr schon, oder? Gibt's... Ich muss warten, bis Kevin unterschreibt, dann komme ich nach. Gibt es jetzt schon irgendwelche Tendenzen bei dir, Kevin? Nee, leider noch gar nichts. Also weder noch große Interessenten, noch irgendwie ein schriftliches Angebot. Es sind ein, zwei Leute, die mal lose angefragt haben, aber ist jetzt noch nichts Konkretes. Und ich glaube, jetzt allgemein sind so viele Vereine noch in der Schwebe, dass die sich echt alle immer mehr Zeit lassen. Von daher denke ich, muss man noch ein, zwei Wochen warten. Du hast vier Jahre Preußen-Münster hinter dir, glaube ich, mit Höhen und Tiefen, aber glaube ich vor allem eine intensive Zeit. Du hast hier auch viele Freunde dir gemacht und hast auch sehr viel Applaus bekommen am vergangenen Samstag gegen Dresden, als du verabschiedet wurdest. Jetzt kannst du noch mal den ultimativen letzten Satz an die Fans richten, wenn das Abschied nicht macht. Zu Recht hat er den bekommen. Das hat er sich verdient, der Junge. Und ich meine, wer vier Jahre hier gespielt hat, letztes Jahr absoluter Stammspieler, Publikumsliebling, der darf auch so verabschiedet werden. Würdest du unterschreiben, oder? Ja, würde ich so unterschreiben. Ne, ich habe vier Jahre gern hier gespielt, habe immer, glaube ich, alles gegeben, habe die Leute teilweise mitgerissen, die Mannschaft mitgerissen. Und ich glaube, letzten Endes wird das dann irgendwann immer honoriert. Und habe auch lange Zeit hier mit Schmerzen gespielt, dass ich diese Saison halt nicht so zum Zuge gekommen bin, fand ich persönlich sehr schade, hätte gerne mal eine Chance bekommen, habe es leider nicht bekommen. Jetzt steht der Abschied bevor und ja, aber wie du auch gesagt hast, habe viele Freunde innerhalb vom Verein auch gefunden, wie aber auch außerhalb, was gar nichts mit Fußball zu tun hat, und von daher habe ich mich hier vier Jahre sehr wohl gefühlt. Aber tat wahrscheinlich schon gut, am Samstag nochmal den Applaus zu bekommen, oder? Ja, ich hätte ihn gerne noch ein, zwei Jahre länger gehabt, aber das tut, glaube ich, jedem Fußballer nochmal gut, wenn man so einen Applaus zu einem Abschied gibt. Er hatte noch Platz im Beutel, ist ja unser Eichhörnchen. Nein, Spaß beiseite, jetzt stell du mal die Fragen hier, jetzt drehen wir mal das Spielchen. Ja, Rede, wie hast du denn die letzten vier Jahre mit mir erlebt? Ich würde sagen, Kevin Schöneberg hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht bei Preußen und in der Stadt, und ich glaube, so ein Kampfschwein hätten wir vielleicht das ein oder andere Mal häufiger auf dem Platz gebrauchen können. Ja, danke für deine Einschätzung. Abdi, was sagst du dazu? Wie hast du die Zeit mit ihm verbracht? Ich meine, ich hatte immer ein lockeres Gespräch mit ihm, war cool.
Ich meine, wir hatten ja schon mal unser Interview in Spanien, weißt du noch? Ja, hast du gut mit der Bergziege hier, hier das Eichhörnchen. Ne, war super. Auf jeden Fall hat mich gefreut. 2 Jahre Preußen Münster, hat geschmeckt, alles top. Wie sagt man jetzt nochmal? Es nähert sich dem Ende hinzu. Ja. Noch eine Fahrt und dann ist Sense hier. Thank you.